Hallo ihr Lieben, ich bin's Katja von Zwillingsgarn und heute möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie man so ein Häubchen macht. Das ist jetzt nichts für den Kopf, sondern für eine Kuchenform. Und zwar sieht das Ganze so aus. Oh, das sind ganz tolle Einhörner drauf. Ich fand den toll, den Stoff einfach. Und das Innenleben besteht aus beschichteter Baumwolle. Und es ist total praktisch. Was ganz wichtig ist, sind ja meine geliebten selbstgemachten Schnittmuster. Das sieht jetzt komplizierter aus, als es eigentlich ist. Ich erkläre euch ganz kurz, wie es geht. Ich habe es auch nochmal anhand von Bildern euch festgemacht. Ihr macht einfach eure eure Kuchenform da drauf und so habt ihr diesen inneren Kreis. Dann müsst ihr 5 cm, also ich kann es euch hier zeigen, 5 cm von der Mitte abmessen. Dann faltet ihr das hier mal zusammen. So. Und habe dann quasi wie so eine kleine Tüte. Das heißt, das liegt aufeinander. Das sind eure 5 cm, die ihr dann einfach hier markiert. Und somit könnt ihr es danach auch ausschneiden. So ist es jetzt am einfachsten. Wer eine andere Methode entdeckt hat, bitte her damit, aber so habe ich das jetzt gemacht, das Schnittmuster, und ich liebe es immer, meine eigenen Schnittmuster so zu erstellen, weil ich hasse es, wenn ich dann irgendwas nehmen muss und dann muss ich halt wieder rumkuscheln, wieder messen und so weiter. Lieber einfach so. So, meine Kuchenform ist noch leer. Das wird sich morgen ändern. Mein Mann hat sich nämlich Käsekuchen gewünscht. Oder Quarkkuchen. Passend dazu werde ich morgen ein Video herstellen mit der passenden Kuchentasche. Also zu diesem Kuchenhäubchen eine Kuchentasche. So kann wirklich nichts mehr passieren. So, ihr nehmt eure beschichtete Baumwolle. Legt sie euch hin. Ich mache das gleich zweimal zuschneiden. Dann habe ich schon einmal vorgesorgt. Ihr legt euer Schnittmuster drauf. Und dann nehmt ihr es ganz leicht mit einem Trickmarker. Bei mir nehme ich den normalen Stift und gehe genau lang. Ohne Nahtzugabe, weil die habe ich in unserem Schnittmuster ja schon inbehalten. Und ihr schneidet es einfach einmal in Baumwolle zu und einmal in beschichteter Baumwolle. Der Baumwollstoff ist zugeschnitten. Ich habe auch schon mal das Gummiband zurechtgeschnitten. Da sage ich euch zu den Maßen noch später etwas. Und jetzt werden wir einfach unsere zwei Stoffe schön auf schön aufeinander legen und knappkantig, das heißt 5 mm am Rand abnehmen, eine Wendeöffnung lassen und dann wenden, bügeln, bitte vorsichtig bei der beschichteten Baumwolle und dann noch einmal umnähen, damit wir unseren Tunnelzug nähen können. Aber jetzt nähen wir erstmal die beiden Sachen. Falls ihr gegebenenfalls noch Überstände habt, dann ganz knappkantig abschneiden, also so ca. 4 mm vor der Naht. Dann lässt sich es leichter wenden und die Kanten beulen sich nicht so aus. Jetzt werden wir noch wenden
diese Naht. Wir haben jetzt gewendet, die Ecken ausgeformt. Jetzt beginnen wir den nächsten Schritt. Die Endeöffnung bleibt noch offen, weil wir müssen ja später noch unser Kurbelband durchfädeln. Das heißt, wir klappen es ordentlich ein und fixieren es mit Wonderclips. So, jetzt näht ihr ca. 1 Zentimeter am Rand entlang komplett durch und dann beginnen wir durch die Wendeöffnung unsere Kordel zu ziehen. Wie ihr seht, habe ich jetzt einmal komplett 1 Zentimeter umnäht und wir haben jetzt quasi unseren Tunnelzug geschaffen. Jetzt nehmen wir das eine Ende von dem Gummiband. Bei mir sind es jetzt 79 cm. Das könnt ihr als grobe Richtlinie nehmen, weil wir ja nicht wissen, wie stark ihr das angezogen haben wollt. Das könnt ihr selber entscheiden. Jetzt haben wir ja unsere Wendeöffnung hier offen gelassen. Die können wir jetzt nochmal öffnen. Und jetzt nehmen wir die Nadel mit unserem Gummiband und ziehen es durch. Immer wieder nachziehen. Wenn ihr durch seid, sichert ihr euch quasi das andere Ende. Mit der Nadel durch, so kann nichts abhauen, weil ihr müsst ja jetzt alles nachziehen. Und dann könnt ihr sehen, ob eure Schnur reicht. Und wie ihr seht, habe ich ja noch ein bisschen Luft hier. Das heißt, ich kann hier das Ende einfach mal ein bisschen ranziehen, damit es auch wirklich schön gerafft ist. So. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. So. Und jetzt werden wir einen Knoten machen. Dann werden wir den Knoten hier versenken und somit unsere Wendeöffnung schließen, indem wir das jetzt ein bisschen, friemlich wieder die Wonderclips nehmt. So, jetzt werden wir das ganz knappkantig hier abnähen, so ist die Wendeöffnung geschlossen. Und dann gucken wir, ob das Hörbchen auf die Kuchenform passt. So, und dann mal der Test. Passt. Fertig ist eure Haube für eure Kuchenform. So, ihr Lieben, ihr habt es jetzt geschafft. Ich habe so eine mit euch nochmal genäht und sie passt. Und ich bin echt total schockverliebt in die süßen Einhörner. Ich finde die echt voll fesch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne Daumen hoch. Und ansonsten schaut gerne bei dem nächsten Video vorbei mit der Kuchtasche. Also, alles Gute. Tschüss!